Tschüss, meine Damen und Herren. Guck mal, was da ist. Die neue Anubis Collection. Was? Ja, es kam jetzt diese neue Anubis Collection raus mit 19 neuen Weapon Finishes. Und die gucken wir uns jetzt mal geschwind an. Da haben wir ja schon mal den dicken Red Skin, die Eye of Horus M4A4. Ja, ja. Würde ich jetzt sogar gar nicht als so teuer erwarten, aber sie ist sehr teuer. Oder sie steht als sehr teuer hier zumindest in CSGO Slash drin. 200 bis 1530 Euro. Huh, ja, also es ist schon ein schöner Skin, aber jetzt, es könnte auch theoretisch ein Purple Skin sein, finde ich. Also so das gewisse Etwas zum Red Skin fehlt hier tatsächlich bei der Eye of Horus. Und das ist bereits ja der dickste Skin, der hier überhaupt drin ist. Dann kommt die Farmers. Waters of Niftys. Brauche ich nicht viel zu sagen. No. Obwohl das vielleicht in CS2 geil aussieht. Ja, ich sehe jetzt erst den Effekt des Wassers. Ja, ja. Ist eine ganz nette Sache, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Apepes Curse, die P2Fiddy. Mhm. Ich habe es halt auch generell nicht so mit Gold. Also ich bin jetzt nicht so der riesen Gold-Fan. Die ehemaligen Vorbesitzer dieses Hauses, die wird das freuen, weil die haben im Bad ganz viel Zeug Gold gehabt, ganz viel Goldkram reingemacht. Ich finde, es sieht grauselig aus. Also der Skin geht, aber im Bad ist komisch, wenn man da so viel Goldscheiß drin hat. Also natürlich kein Echtgold, sondern so aufgeklebtes Kackgold. Ja, naja, also ist jetzt irgendwie, ist jetzt nicht so mein Stil. Auch ein schöner Skin. Wir gucken mal von der Wertigkeit her, 30 bis 148 Euro finde ich halt ein bisschen krass, wobei das jetzt ja auch erst da ist, also die Preise sind ja sowieso noch nicht zählbar, sag ich mal. Aber trotzdem, ja, naja, 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 was kann denn die Glock 18 so? Ramses Reach. Das ist ganz cool gemacht, dass das Auge hier halt eben in dieser Vertiefung liegt. Und der Skin sieht auch gut aus. Ist ein schöner Skin und vor allem eben angelehnt an Anubis. Sehr, sehr schick, aber mir hat Kebi vorhin schon geschrieben, hey, guckst du noch dir den Kram an, machst du noch ein Video zu? Er findet die jetzt nicht so prickelnd. Also bis jetzt schließe ich mich da eigentlich an. Ich meine, das sind schöne Sachen und natürlich freut man sich, wenn man so ein Ding ins Gedrop bekommt. Ganz klar, also eine Kiste und dann was rausholt, ist ja logisch. Aber so richtig, richtig krass. Vielleicht gefällt mir aber wirklich das gesamte Setting nicht. Möglicherweise gibt es ja Leute, die gerne hier Indiana Jones und sowas gucken, die dann hier voll drauf abfahren auf solche Geschichten. Aber so richtig, richtig fühle ich die Skins aktuell nicht. Was haben wir hier auf der P90 noch drauf? Scarabee, Rush, Scarabeus, das ist so ein Albtraum von mir. Ich glaube, der ist auch in irgendeinem Film, wahrscheinlich bei Mumie oder sowas, ne? Ich habe mal geträumt, dass mir so ein Scarabeus oder so ein Käfer an sich, der ist mir auf der Hand gelaufen und ist dann einfach in die Haut rein und ist in meine Hand reingekrabbelt. Das war aber so ein Albtraum als kleiner Zwockel. Ziemlich unschön. Was haben wir hier? Gut, ja. Also hier wird's ja richtig grauselig irgendwie, oder? Sicherlich. Auch hier in Anlehnung an das Hauptthema sehr passend. Schöne Skins, die Leute haben sich da bestimmt was dabei überlegt. Aber, okay. Die ist wiederum ein bisschen schicker. Auch wiederum dieser Effekt, den sie eben hat, dass sie eingepackt ist. Sieht schön zerknistert aus und sowas. Also das ist schon eine nice Sache. Oh, auch hier die grünen Akzente. Look at this. Hm. Ja, doch, das war doch jetzt wieder was Schöneres. Was können wir hier noch? Copper-coated. Die sieht auch gut aus. Die gefällt mir. Die sieht gut aus. Überraschend. Überraschend gut. Desert Tactical. Mhm. Gehen wir weiter. Matzpack? Nee. Gut, ich meine, hier unten sind wir jetzt halt bei den hellblauen Skins. Die sehen nun mal so aus, wie sie aussehen. Wobei die Azure Glipf ja dann wieder ganz gut in Ordnung geht. Aber also das ist ja auch die MAC-10 Echoing Sands ist sehr clean. So wie sie ist, das ist ein sattes Ding, da kann man sich nicht beschweren. Was kostet die jetzt hier? Ja gut, die ist auch im passenden Cent-Bereich. Inlay. Der hat auch schön viele Details, aber es kommt gerade nicht passend, denn ich habe heute, also jetzt wo ihr das Video, jetzt während ich aufnehme, kam bereits das R8 Revolver Top 10 Video. Gut, der wäre sowieso nicht reingekommen, der R8, aber immerhin hätte ich ihn ja konsidern können. Hieroglyph. Da haben wir eine schönere. Haben wir nicht diese XM1014 Glyph? Nee, das ist eine... Oder Hyperglyph oder irgendwas? Das ist eine Swag 7 fällt mir gerade ein. Snake Pit, die sieht ganz nett aus. Bei Grau? Was?
Ich meine, die sieht auch an sich schon grau aus, aber trotzdem. Daher aus diesem gerade eben, da hätte man einiges machen können. Ich will ganz kurz gucken, wie die Glyph. Petroglyph heißt die. Max 7 Petroglyph. Die habe ich gemeint, aber. Aber irgendwie auch nicht gemeint. Naja. Also mein Statement zur Anubis Collection. Wer gerne Anubis spielt, dem werden die Skins wahrscheinlich auch gefallen. Wir spielen nicht gerne Anubis. Letztens haben wir es aus Versehen gehabt auf eSportle, weil wir nicht aufgepasst haben beim Mapboard. Schon hatten wir den Salat. Und dann hätten wir uns vielleicht die Waffen gewünscht, um dann dort besser spielen zu können. Also wir haben grauselig. Es war uff. Anubis ist es halt einfach nicht. Meine Map ist es nicht und von vielen Bubblern aus der Community ist es das eben auch nicht. Also, ja, naja. Aber auf der anderen Seite, mehr Skins sind niemals schlecht. Also schönes Update, schönes Skins-Update. Nur ran damit. Aber ich muss sie nicht haben. Die Teile. Dankeschön. Das war's. Streams. Dreimal die Woche. Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, Freitag, 20 Uhr. Knife-Giveaway haben wir diese Woche, aber das wird jetzt für die gerade frisch einschalten vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt auch beim nächsten Knife-Giveaway direkt mitmachen. Und so weiter und so fort. Videos. Haut da rein. Kuss. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.